Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Captain of Industries. Ja, in der letzten Folge ist endlich die Goldproduktionsanlage fertig geworden. Und in dieser Folge müssen wir jetzt noch den einen Zusatz machen, und zwar, dass wir ganz viel Schwefel produzieren. Weil Schwefel ist aktuell so eine Sache, wir müssen auch Schwefel dann noch ein bisschen Säure machen und den ganzen Prozess da durchleben. Vorteil ist, durch das Abgaswaschen, durch das wir jetzt hoffentlich noch mehr Schwefel produzieren können in Zukunft, werden wir schwachen Dampf entwickeln. Mit diesem Dampfniederdruck können wir am Ende eine was ist das denn? Lagerung radioaktiver Abfälle. Okay. Zurück zum Thema. Damit können wir die Niederdruckturbinen betreiben. Hier, die hier. Bedeutet, wir kriegen daraus wieder Wasser am Ende natürlich auch. Und aber auch mechanische Energie. Mit dieser mechanischen Energie werden wir dann natürlich wieder unsere Generatoren betreiben können und die als erste Wahl dann nutzen, weil die natürlich dauerhaft laufen werden. Könnte uns also einen kleinen Vorteil bieten. Was ist jetzt schon wieder hier los? Grippe schwer. Handel mit einem Dorf. Das sollte fürs erste reichen. Für eine Grippe, schwere Grippe sollte das ausreichen. Weil ansonsten läuft das Ganze nicht. Jetzt müssen wir halt gucken, dass wir sozusagen... Ich würde als erstes all die Kollegen hier anschließen. Dann die Kollegen hier unten mit anschließen. Und dann die drei hier mit anschließen. Jeder von denen kann pro Minute 36 Abgas produzieren. Ja, das sagen wir jetzt, tun wir mal blöd runden. Sagen wir mal 40, das sind 80. Das bedeutet, wir brauchen für zwei... Wir sollten also mindestens drei Abgaswaschanlagen hinstellen. Wir planen das Ganze natürlich am Anfang erstmal wieder, bevor wir hier irgendwas weiterführen. Ich werde das jetzt hier ein bisschen großzügiger gestalten. So, okay. Stehen nicht alle gleich, okay, schade. Ich habe mich um eine Reihe vertan. So, jetzt hat aber. Gut. Dann Förderstrecken. Von AU-förmiges Förderband 2. Zack. Das ist der Schwefelabtransport. Der Dampf kommt in eine Rohrleitung. Die oben drüber läuft. Und da habe ich jetzt schon meinen ersten Fehler gemacht. Ich habe das eins zu weit vorne platziert. Und zwar bei allen. U-förmiges Förderband 2. Wir machen hier auch mal eine Röhre 3. Einfach für die Massen, die wir am Ende rauskriegen. Gut, das ist die Abgaswaschanlage. Rein muss nur Wasser, was wir rein theoretisch durch das Rohr kriegen können. Und das Abgas. Was ich beim Abgas aber beachten möchte, ist, dass wir ein Notfallsystem haben. Aber ich schneide das jetzt hier nochmal aus. Setze das jetzt mal so, wie ich es mir vorstellen würde. Der Schornstein, der Notschornstein, kommt hier hin und wird von der Seite bepowert. Somit haben wir noch genug Eingänge für alles andere. Priorität geht natürlich auf die. Und das Wasserrohr müssen wir auch anzapfen. So, Wasserrohr, was du...
ist natürlich die Sache noch, dass ich das gut platziere allgemein. Weil aktuell ist das ja nur eine Vorlage. Wenn ich schlau bin, lasse ich es so integrieren, dass die Sachen notfalls vorbeilaufen können. Also so ungefähr. Dann führe ich eine Rohrleitung rein. Warum ist ein Wasserrohr an Säurerohr angeschlossen? Das, glaube ich, sollte nicht so sein. Vorteil für uns wiederum. Ich kann diese Röhre nutzen. Welche Stufe ist das Rohr? Rohr 2. Eine Rohrleitung 2. Nein. Fehler. So. Das ist die Grundanlage. Wasser, alles Mögliche angeschlossen. Die finde ich so gut. Die lasse ich jetzt schon mal bauen. Die kann man sonst noch erweitern. Als nächstes muss der Schwefel. Wirst in Säure mit Wasser umgewandelt. Vater, ich brauche dafür nur 6. Bedeutet, ich mache hier ein kleines Zwischenlager rein. Und ich muss natürlich schauen, dass hier die Sachen weiterhin kommen. Das könnte jetzt natürlich immer so ein bisschen Augenweide werden. Dann brauche ich einen Mischer. Wir gehen vom Maximum aus, was wir produzieren können. Bedeutet 3 Mischer. Drei Mischer, die waren hier. Wir könnten auch 2 von denen nehmen. Das wäre effektiv. Ne? Und wir machen einfach 2-1 und dann hat sich das Ganze fürs Erste erledigt. Da muss ich eventuell ein bisschen breiter werden. Dann muss ich die Rohrleitung 2 hier. Ah, das ist jetzt blöd. Das muss ich mal kurz abreißen, damit ich es anschließen kann. Da darf ich es wieder nicht anschließen. Okay, dann lass uns das nochmal umplanen. Okay, dann haben wir jetzt hier die Verbindung.
Wir gehen hier rein. Das Sand, Kalkstein und Salz könnte man auch Säure, nee, mit Säure machen, man mischt das. Gut, wir gehen hier auf Schwefel. Hier auch. Und dann sollten wir Ende mit einem großen Flüssigkeitsspeicher. Fürs erste Auskommen. Wir machen natürlich hier über die Zwischenannahmen und das Ganze aus. Import tun wir hier auch ausschalten. Genauso wie bei euch. Die Sache ist, wir müssen natürlich hier auch wieder mit dem Dampf los weiterfahren. Was ich jetzt für die ersten Testruns machen werde, ist... So, warte mal, welches Rohr habe ich wo angeschlossen? Wir kriegen hier maximal 24 pro raus, bedeutet... Lass mich das kurz mal in Energie anschauen. Eine Niederdruckturbine macht... Wir gehen dann mit denen hier, die machen jeweils 3 Megawatt. Bedeutet, wir können maximal hier 6 Megawatt rausholen. Ja, aber als Grundsache jetzt auch nicht schlecht unbedingt. Will ich mal dazu sagen. Also grundsätzlich, vielleicht darf man sich jetzt nicht wirklich beschweren. Was ich jetzt schnell machen werde, um die Röhre so zu verlegen, wie ich es möchte. Erstens, ich baue die Sachen hier fertig. Stutze die Röhre ein bisschen und setze ein paar Billigröhren. Bedeutet rein theoretisch, wenn ich jetzt hier eine Dreierleitung nehme, auf Höhe 2 ist das also gut. Oh Gott, damage, okay. Wait, Wartung? Warum Wartung? Denn jetzt los? Warte mal. Warum wird nichts mehr produziert? Weil keine Säure mehr im... Oh Gott. Bedeutet, ich muss jetzt das machen, was ich eigentlich nicht machen wollte. Und wirklich kurz das Rohr da anschließen. Jetzt ist klar, warum nichts mehr funktioniert. Oh Gott. Füllt die ganze Anlage mit Wasser. Wir haben keine Säure mehr.
Als ob uns die jetzt echt ausgegangen ist. What the hell? Das hätte ich jetzt echt, ehrlich gesagt, nicht wirklich vermutet, dass uns das passieren wird. Ich habe ja auch immer noch keinen Puffer eingebaut. Das ist eventuell auch eine Problematik noch, die man mal angehen müsste. So, jetzt aber ist wieder Kupfer da. Kupfer wird wieder produziert. Das ganze Kupferlager wurde durchgearbeitet. So, jetzt langsam sollte die Wartung dann wieder reinkommen und das ganze Problem sich Stück für Stück hoffentlich auflösen. Und hier haben wir bis jetzt nichts anderes außer Eisen. Und dadurch, dass wir kein Zwischenlager für Eisenschrott und das Ganze haben. Ah, alles ein bisschen problematisch gemacht. Ja, Stück für Stück müssten jetzt dann hoffentlich die Kollegen wieder hochfahren. Schau mal, aber das sollte sich dann hoffentlich gleich erholen. Das ist jetzt wahrscheinlich alles halt, was auch kaputt ist, muss ich jetzt erstmal reparieren. Das wird sich jetzt einfach wie so eine Rolle nach hinten noch ausdehnen. Gut, da werden wir zwischen davor hier hingehen. Das Rohr abnehmen. Und hier auch wieder einen Rohradapter einsetzen. Und dann hätte ich gerne es wie folgt. Wir machen drei Niederdruckturbinen hier hin. Baue dich nochmal ab. Dann kann ich das Ganze noch eins nach hinten verlegen. So. Jede Röhre wird angeschlossen. An jedes Teil kommt hinten dran ein Stromgenerator, ein kleiner. Ich kann die connecten. So. Das ist jetzt der ganze Spaß hier. Rauskriegen tue ich aus allen combined 60, 72, sagen wir jetzt mal. Wasser war hier wieder. Der kann maximal, da passt die nicht rein. Einfach damit es passt, muss ich das jetzt schon machen. Weil so geil kann es ja gar nicht sein. So hin. Und dann kann das Wasser vorne hin an den Turm. Nur noch den einen markiert hier. Das wäre halt echt der Hammer, wenn das funktioniert. So. Nein. So, so. Das darf ich nicht, okay. Gut.
Dann geht's in den Kühlturm und vom Kühlturm aus. Das ist natürlich das könnte man als Problem bezeichnen. Muss ich das so setzen? Dadurch wird der Problemteil auch gelöst. Wir gehen wieder auf das ist alles Priorität. Aber wenn was ist, haben wir hier unten jederzeit unseren kleinen Schornstein. Setzen wir das doch alles mal in Bauprojektion um. Achso, eventuell nicht die hier, weil die braucht keiner. Die muss ich noch abreißen. Und fürs Erste, das ist jetzt irgendwie so antiklimaktisch. Bist du hier angeschlossen? Ist halt genau das, was eigentlich nicht gut ist, aber wenn das ganze System am Ende funktioniert, wäre ich natürlich sehr, sehr happy. Wir haben bloß wieder zu wenig Mitarbeiter. Das dauert alles wieder zu lang. Aber wenn die Produktion läuft nächstes Mal. Wir haben Mini-Generatoren für das Minimalste am Strom, was mit Dampf betrieben wird, den wir so oder so ausscheiden. Wir müssen nur noch den perfekten Weg finden, um das Ganze sozusagen von den Anlagen weg in die Produktions- oder in die Filterung zu pumpen, um Säure zu produzieren. Und ab dem Zeitpunkt. Wait. Seit wann lauft denn ihr? Besser gesagt, warum seid ihr alle Hä, wo läuft jetzt hier gerade was hin? Ihr seid falsch rum, Leute. Es geht los. Die Goldproduktion beginnt. Hier müsste langsam eigentlich die erste. Warum haben wir keinen Sand hier hinten? Ich habe die Sandanlage eingebaut, aber vergessen mitzunehmen. Kann das sein? Apropos, wir haben keinen Sand mehr. Es ist auch mir schon lange nicht mehr passiert, dass wir gar keinen Sand mehr haben. Was mich aber interessiert, auch wo zur Hölle geht der ganze Sand hin? Das ist die Sandleitung. Sollte es ja kein Problem sein. So eine Leitung zu legen.
wenn ich jetzt Ressourcen hätte. Hier steht wieder, weil euch was fehlt. Stein? Oh, wegen dem Sand kann das sein. Yep, ich glaube, ich muss jetzt mich mal mehr wieder auf den Sand konzentrieren. Ich habe mich jetzt so viel auf das andere konzentriert, dass ich diese Kleinigkeit wieder übersehen habe. Kupfer läuft. Unser Verschütt-Team ist auch wieder mit großen Taten dran, das Ganze zu verkippen. Unsere Mine gräbt sich immer schneller durch und unsere Erdhaufen bleiben unsere riesigen Erdhaufen, die wir hier ins Nichts reinkippen. Eigentlich brutal von der Masse her. Aber man überlegt, wir machen hier eigentlich nur einen Mini-Bereich von dem Ganzen, den wir eigentlich vorhaben. Also das ist ja eh wieder schon so eine 300-folgende Sache. Aber Leute, ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert, wenn ihr nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Also, bis dann. Ciao.